So, wir sind hier in Saasgrund, im alten Dorf. Wenn wir das Schweich machen, seht ihr jetzt hier das Gelbe, das ist das Saasenstübli, der älteste Beiz im Saastal. Und hinten dran ist das alte Pfarrhaus von Saasgrund. Wir sind darum in Saasgrund, weil wir gerne mal etwas vom Tourismuswelt erzählen. Denn hier, in diesem Platz, hat dazu mal der Tourismus im Saastal angefangen. Nämlich in den 1840er Jahren hat der Pfarrer und heutige Tourismuspionier, der Pfarrer Johann Josef Imsenk, den ersten Gast begrüßt, hat schon bei sich aufgenommen, ist mit ihnen auf die Berge gegangen und hat so ein grosses Potenzial im Tourismus hier im Saastal gesehen, dass er auch ein bisschen Druck gemacht hat auf eine kleine Art und nicht geschaut hat, dass das erste Hotel hier im Saastal gebaut worden ist. Das war 1850. Wenn wir so rüber schauen, ist das da hier oben an, das Hotel Monte Rosa. Und das war jetzt das erste Hotel gesehen. Und später haben es noch mehrere Hotels gegeben. Er selber hat auch ein Hotel im Mattmarktgebiet gehabt. 1881 haben wir das erste Hotel in Saas-Fee, das wäre jetzt Hotel Dom, gesehen, erbaut. Und das war in der Zeit, gewesen, wo es im ganzen Wallis der Tourismus floriert hat. Dann ab den 1880er Jahren so, ist dann nachher in Belle Epoque gestartet, wo die ganzen Herren und Damen hier in die Ferien gekommen sind, um zu genießen und alles. Und das war einfach ein grosses Potenzial damals. Dann haben sie die Arbeit gebracht, die Leute haben in den Tälern bleiben und haben auch hier bleiben. Jetzt haben wir eine Frage. Miriam, was wäre das für eine Frage, die wir gerne den Leuten stellen wollen? Und zwar ist die Frage, wir haben gesagt, der Tourismus war eine Chance für alle, aber was braucht es heute, dass die Leute in den Tälern bleiben? Lass es uns doch wissen. Wunderbar, super. Und jetzt einfach unten in die Kommentare drin tun. Und dann sehen wir mal, was ihr so denkt, was wir jetzt heute machen sollen. Auf bald einmal an einem anderen Ort wieder. Ciao zusammen!